Guten Morgen zusammen, Montagmorgen und alle sind gut gelaunt, freuen sich auf die Woche. Bei mir ist das tatsächlich so und die Woche wird viel Neues bringen, viele Neuigkeiten, zukunftsweisende Neuigkeiten und nachher werde ich auch ins Ahrtal fahren, weil wir da ja gut in der Zeit sind. Es geht um den Umzug von Wilhelmshaven, es geht um ein anderes Projekt, was bis Dienstag abgeschlossen ist und oder sein muss. Ganz viele interessante Sachen, vor allem auch ja, Dinge wie mit den Bäumen und mit den Blumenzwiebeln, das kommt jetzt alles ans Rollen, weil viele Leute natürlich jetzt noch die Woche frei hatten, haben sich nochmal eine Auszeit genommen und diese Woche geht es aber mit vollem Elan weiter. Heute Morgen 1 Grad minus bei uns, Hochdruckreiniger hatte ich vergessen reinzusetzen, habe ich noch gemacht, ist glaube ich gut gegangen, lief nämlich das Wasser noch raus aus dem Schlauch beim Abkuppeln und ja, ich bin schon seit, weiß nicht, kurz nach 6 unterwegs, bin überall die Reitplätze am fein machen, damit die Leute gut reiten können. Ja, wie gesagt, es wird eine interessante Woche werden. Es geht wieder los und die Tage werden wieder länger. Man merkt es schon so ein wenig und gehen jetzt genau in die richtige Jahreszeit. Und da freue ich mich wirklich riesig drauf. Frühjahr ist für mich das Größte. Und ja, ihr könnt gespannt sein. Ich werde heute mit Sicherheit Live-Videos machen oben in der Grafschaft, weil es hat sich einiges getan, auch mit dem neuen Baustoffzelt Kaiser. Und alles geht in die richtige Richtung. Von daher, seid gespannt. Wir sehen uns nachher. Das war jetzt nochmal ein kurzes Video aus der Heimat. Und wie gesagt, nachher geht's ab. Ins Ahrtal, vielleicht fahre ich noch in Erftstadt vorbei. Mal gucken, weil die A61 kann ich mittlerweile ja auch wieder fahren. Dann komme ich sozusagen durch die ganzen Katastrophengebiete. Bis nachher, macht's gut und voller Elan ab in die neue Woche. Bis dann. Tschüss. So, jetzt geht's los. Erklär mal ganz kurz, wer du bist und wo wir hier sind. Ich bin Guido, Vorsitzender vom Spendenshuttle-Verein. Wir haben uns vor 14 Wochen gegründet nach der Flut und haben jetzt hier eines unserer Großprojekte, den Indoor-Spielplatz Kinderparadies in Ahrweiler. Dann können wir reingehen oder? Gerne. Schuhe ausziehen? Na, da kannst du anlassen. Wir werden nochmal eine Grundreinigung machen. Ja. So, hier vorne wollen wir einen Kinderbereich machen für Kleinkinder. Der wird hier eingerichtet mit einer Bewirtung. Haben wir einen Pächter gefunden, der hier dann ab in 14 Tagen etwa dann auch eine kleine Menükarte vorhalten wird. Oh, ja. Kleine Menükarte ist immer gut. Genau, wir haben auch noch eine Küche dann hier drin. Und darf ich hier drüber laufen? Ja, einfach drüber laufen. Da man im Zelt nicht frittieren darf, gibt es eine eigene Küche. Ja, Hitzeofen ist schon da. Das ist ja Wahnsinn. Habt ihr hier einen Container dran gestellt? Genau. Einfach, ne? Der erfüllt auch Brandschutzauflagen, der ist F30. Oh, da steht Kuchen, habe ich gesehen. Ja, den habe ich gerade angefangen. Kannst du gerne. Ah ja, du bist ja gleich die Grünen. Können wir hier nochmal lang gehen, ne? Ich will ja nichts vollkrümeln. Und hier haben wir im Büro einen Erste-Hilfe-Container noch, das man dort auch separiert hat. Ist natürlich im Moment noch zweckentfremdet, ja. Aber beides brandschutzmäßig erfasst. Ja, und da war vorher halt mehr so eine feste Industriehalle und die haben wir halt verkleiden lassen, damit die auch Ansprüchen hier genügt als Kinderspielplatz. Ich kann natürlich nicht die Kinder gegen die Plastikwand laufen lassen. Ja. Und selber gilt für die Decke, da haben wir eine Thermodecke eingezogen, um den Energieverbrauch ein bisschen runter zu holen. Ja. Hier die Heizung ist am Laufen, die haben wir noch im Moment ausgestellt, die hat ihre Temperatur erreicht und versuchen jetzt mit Ventilatoren die Wärme runter zu drücken, damit das auch ja, unten ankommt. Das ist ja Problem, die Wärme steigt nach oben ins Zelt. Ne? Also wir müssen ja ein bisschen Werbung machen. Ja, ein bisschen hier. Werbung machen, Spenden. Also das alles hier habt ihr, die am Spendenshuttle oder dem Spendenshuttle gespendet haben. Genau. Das ist euer Werk hier. Ne? Für die Kinder in Bad Neuenahr, Ahrweiler, im genau. Flutgebiet, damit die hier spielen können, sicher spielen können, weil die Spielplätze hier vorne, der ist immer noch Schrott, genau. Ne, der sozusagen ist weggeschwemmt, den gibt es nicht. Ein paar haben ja inzwischen aufgemacht wieder. Aber auch Outdoor-Spielplätze, ich sag mal, jetzt im Winter kann man auch nur begrenzt nutzen. Hier kann man uneingeschränkt dann hinkommen. Und wie gesagt, manchmal die erste TÜV-Abnahme, deshalb ruht erstmal nochmal alles. Jetzt wird alles nochmal nachjustiert. Oh, und dann, also gab es Mängel oder was? Na, das heißt Mängel. Wir haben zum Beispiel ein Trampolin natürlich Gebrauch gekauft. Da waren die Federn ausgeleiert. Die werden halt jetzt alle erneuert, damit man auch wirklich hier abgenommenes, TÜV-abgenommenes Material nur verwendet. Das ist ja ganz wichtig, weil sonst darf man hier gar nicht anfangen.
Also es hat auch einen Grund, weshalb ich hier bin. Du hast es eben schon angesprochen. Wir haben ja noch einen Betrag zu vergeben, den haben wir noch zurückgehalten. Und da kommt aber nochmal separat was zu, weil dafür seid ihr auch alle mitverantwortlich, die hier im Shop Klamotten gekauft haben. Und da kommt aber nochmal ein separater Beitrag zu, wenn es soweit ist. Wie gesagt, alle Leute, die hier gespendet haben für den Spenden-Shuttle, sind auch hier dran beteiligt an solchen Indoor-Spielplätzen. Und das ist ja einer von wie vielen jetzt? Gut, das ist unser Haupt-Indoor-Spielplatz. Wir haben darüber hinaus noch eine Sporthalle im Prinzip gebaut, in Altenburg oben. Die ist für die Vereine, um einfach ihren Sport auszuüben, vom Judo über Tennis beispielsweise. Also auch ein Zelt sozusagen? Ein Zelt im Prinzip. Ja, aber es ist einfach ein Zelt mit einem festen Holzboden und einer Heizung. Und das wird dann noch gegebenenfalls mit einem ergänzenden Boden versehen und wie die Vereine es brauchen einfach. Das ist also noch in der Mache, steht aber schon und wird auch schon genutzt. Darüber hinaus haben wir ein Wintertreff gemacht in Kreuzberg. Da stehen 8 Container zusammen zu einem Großraum. Auch das ist gerade fertiggestellt worden. Wir sind jetzt in Sinzig dran, auch da eine Sporthalle zu unterstützen, damit auch in den einzelnen Ortschaften wieder Sport betrieben werden kann. Super. Tolle Geschichte und Piratenschiff sehe ich auch gerade. Ja, und hier kann man drüber laufen, ne? Wir sind hier ja in der Nachbarschaft von der Arche, die ja auch hier eine wichtige Rolle übernimmt in der Fluthilfe. Und da haben wir natürlich als Spendenschuttle denen direkt hier dieses Schiff gewidmet im Prinzip. Das ist ja Wahnsinn. Ich meine, das kostet ja nicht hier 50 Euro oder irgendwas. Das ist ja krass. Ja gut, aber alles mit Spendengeldern bezahlt. Vielen Dank dafür. Wir haben das Glück, wir nennen das ja Kinderparadies. Und tatsächlich wurde ein Kinderparadies aufgelöst im Saarland. Nannte sich auch Kinderparadies, natürlich ohne H bei Paradies und bei uns im Namen. Und da haben wir praktisch fast die komplette Einrichtung beziehungsweise Klettergerüst vom 1. FC Köln bezahlt bekommen. 1. FC Köln? Glaube ich, ja. Also deshalb. Laola-Welle, 1. FC Köln. Das ist genau. Euer Werk hier. Ja, das du hast gerade Wochenende fertig gebaut. Ne? Und das kommt aus dem Saarland jetzt. Aus dem Saarland. Ja. Dafür mussten wir die Wände aufmachen und haben dann mit dem Kran hier reingeschoben. Das ist Wahnsinn, weil ihr seht die Dimension nicht hier auf dem Video. Wir sind hier wirklich in der großen Halle, die ist 20 Meter breit. Du kannst ja noch rein und rauf gehen, da geht der Aufgang. Nicht, dass ich dann immer rauskomme, hör mal. Na, ich bewege mich sonst runter. Also, ich gehe mal mit euch hier rein. Hier kannst du hoch. Ah, das ist ja super. Mal gucken, dass ich hier nicht hängen bleibe. Also wer hier nicht Spaß hat beim Spielen, ich denke, wenn ich 2 Flaschen Bier getrunken habe, hätte ich hier auch Spaß. Und es ist Wahnsinn, was ihr aufbaut. Ich kann nicht die organisieren, die 2 Flaschen. Aber auch die Ideen, ne? Ich finde das super. Und das ist wirklich zukunftsweisend, das gibt Hoffnung und das gibt einfach Zuversicht. Also mega. Tolle Geschichte. Und ich finde das super, weil sowas macht einfach Spaß und das brauchen wir alle. Also die Betroffenen in erster Linie, aber auch wir als Helfer, ne, dass wir einfach wissen, dass es vorwärts geht und weitergeht. Genau. Wir nennen das Leuchtturmprojekte, ja, weil die einfach auch strahlende Wirkungen haben jetzt. Ja. Ja, Funken Hoffnung, Leuchtturmprojekte. Genau. Alles da. Ich finde es super, ich komme auf jeden Fall nochmal vorbei, wenn Tag X ist. Ja. Ja, auch noch wegen der anderen und der Geschichte. Genau. Sehr gut. Ja, immer so. Gern gesehen, Herr Gas. Von daher höre ich jetzt auf. Ihr seht hier draußen, wird auch gearbeitet, hinten bis zur Brücke und hier im Innenbereich wird viel gearbeitet. Einfach super und ich finde das toll. Hier ist so ein bisschen frühlingshaft gerade. Draußen in der Sonne ist wirklich warm. Es soll die ganze Woche so bleiben, sagt mal. Mein Andreas, sage ich jetzt mal. Und ich finde es gut. So. Ihr könnt jetzt live dabei sein, wie ich hier die Treppe runterfalle oder auch nicht. Und ich finde das einfach genial. So, und damit verabschiede ich mich. Hier wird noch gerade über den TÜV philosophiert. Und ich finde immer gut, wenn alles sicher ist und nichts passiert. Besser vorher 3-mal zu viel kontrollieren als 1-mal zu wenig und dann ist irgendwas passiert. Hier kommen noch neue Federn rein, haben wir eben gehört. Super. Dankeschön an die Leute, die sich das haben einfallen lassen. Ich sag mal bis gleich, gleich kommt noch was. Ja, da bin ich wieder live und zwar hier oben, wo das Helfer-Shuttle war. Man erkennt es eigentlich gar nicht mehr, ne? Also hier, wo das Zelt
steht, war vorher ja das Großraumzelt für die Versorgung und ja, fürs gemeinsame Zusammensein und inklusive Schmiede. Hier waren die anderen Zelte. Die Container sind noch da, die Bürocontainer. Es hat sich ein bisschen gewandelt, das Bild. Und ja, hier hinter mir stehen Wohnwagen. Hier waren auf beiden Seiten wohl Wohnwagen von Helfern. Das ist ja auch so gedacht, dass hier im Prinzip so eine Art Campingbereich ist. Links und rechts Wohnwagen stehend. Hier muss noch ein bisschen weggeräumt werden, dann funktioniert das auch. Und ja, hier die Fläche soll dann als Außenlager fürs Baustoffzelt noch angelegt werden. Ich hatte eben mit Wilhelm noch gesprochen. Nochmal vielen, vielen Dank an den Ortsvorsteher hier oder an den Bürgermeister von Ringen, der hier wirklich alles ermöglicht. Und das ist einfach so genial und ist so einfach, hier die Sachen zu regeln. Und ja, hier entsteht dann nochmal eine befestigte Fläche als Außenlager. Wir haben noch ein paar Platten über. Das war auch so kalkuliert. Die werden dann hier gelegt, wenn hier alles weggeräumt ist. Das heißt, hier diese Wechselbrücke weg, die Container hinten weg. Mit einem Übergang, dass man vom Baustoffzelt dann hier auch aufs Außenlager fahren kann. Ja, so macht es Spaß. Vor allem das Wetter ist, hatte ich eben schon gesagt, frühlingshaft. Es ist wirklich warm in der Sonne. Und ja, hier ist der Rest vom Versorgungszelt. Das Dach schaut hier raus vom neuen Versorgungszelt. Hier sind noch ein paar Legosteine, die wir als Schutz haben, dass die Autos irgendwo runterrollen können. Ich nehme euch noch mal ein paar Meter mit. Man spürt schon so ein bisschen die Energie der Sonne und ich freue mich schon so dermaßen aufs Frühjahr. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. So habe ich mich selten aufs Frühjahr gefreut, obwohl ich das jedes Jahr tue. Dann geht es wirklich wieder bergauf, wenn die Tage länger werden und wenn man einfach was schaffen kann. Hier nochmal für euch der Bereich mit Werkzeugen hier in dem Zelt, super sortiert. Dann hier sind die verschiedenen Container links und rechts. Ich glaube, ich gehe mal ein paar Meter mit euch. Ich war jetzt auch länger nicht hier. Hier ist irgendein Aggregat am Laufen, Stromversorgung. Habt ihr mal einen Überblick, wie sie aussieht. Hallo. So, hier ist alles vorbereitet auf den großen Andrang, auf den großen Sturm hier, wenn es wieder losgeht, richtig mit dem Helfer-Shuttle. Disposition, erste Hilfe. Hier der Covid-Test, Lagerbehälter, ja, so sieht es hier aus, Stand der Dinge. Dann habt ihr einen Überblick, die Leute, die hier am Helfer-Shuttle sich haben shutteln lassen, runter, wisst ihr, wie es jetzt im Frühjahr wieder los und weitergeht. Da unten die Fläche ist fertig planiert. Für Wilhelmshaven. Ich gehe mal runter und nehme euch mit. So sieht die ganze Sache von hinten aus. Solange es noch so matschig ist, wollen wir hier jetzt nicht schön machen. Jede Fahrt mit dem Bagger würde mehr kaputt machen als schön machen. So. Dann zeige ich euch mal die laserplanierte Fläche hier. Hier haben wir Lava eingebaut, befestigt. Andreas schleicht jetzt davon. Du bist live und in Farbe. Ah, ja.
fahre jetzt wieder runter zum Spenden-Shuttle. Spielen. Genau. Ja, wir helfen uns hier gegenseitig, das wisst ihr. Ne, wenn irgendwo eine Arbeit ist, wo wir helfen können, sind unsere Maschinen da und helfen einfach aus. Alles unkompliziert auf kurzem Dienstweg. Ja, hier kommt Wilhelmshaven hin und man erkennt jetzt auch diese Zusammenhänge. Hier wohnen und schlafen für die Helfer oder auch Betroffene. Da oben ist die Versorgung, Toilettencontainer, Duschcontainer, ein extra Putzplatz für Gummistiefel. Alles da, alles vorhanden, alles vorbereitet. Es kann sozusagen starten in die neue Saison. Ja, Mammutprojekt. Man muss mal überlegen, wie schnell das hier aus dem Boden gestampft wurde. Und es geht noch weiter. Es gibt noch eine Info, die ich aber hier nicht offiziell nennen werde. Das ist nicht meine Aufgabe. Es geht noch weiter mit Versorgungssachen und Versorgungsthemen. Und hier liegt Ballenkordel von uns, die wir nochmal in der Strohpresse haben. Oder eben auch, um eine gerade Linie darzustellen zwischen zwei Punkten. Alles hier abgesichert über Bauwatch. Ich freue mich wirklich drauf auf das, was jetzt in der nächsten Zeit kommt. Und es sind gute Signale, die hier schon überall auftauchen. Auch vom Spenden-Shuttle eben. Diese Spielelandschaft, diese Indoor-Spielelandschaft und Outdoor wird es da wohl auch was geben. Ich denke, mit den Bildern hier verabschiede ich mich von hier oben. Und möchte euch natürlich wieder animieren. Das ist der Jürgen. Ich habe gerade eine Info bekommen. Moment. Ach schade, ist nicht mehr hier. Also hier können die Stiefel sauber gemacht werden. Aber es gibt auch ein lustiges Video von der Stelle hier. Das lade ich gleich noch hoch, glaube ich. Und ja, Wetter ist echt super. Da juckt schon in den Fingern, weiterzumachen. Ich gehe mal zum Jürgen, vielleicht gibt es noch Neuigkeiten. Toiletten sind angeschlossen. Daniel Steen hat hier super Arbeit gemacht. Jürgen, du bist live, ist okay? Frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr zu wünschen, auch der Fangemeinde. Alles Gute, Kraft, zusammenwirken im neuen Jahr und wir hocken den Laden wieder zusammen. Das macht so einen tollen Eindruck. Ne? Echt, ich war jetzt länger nicht hier. Ich laufe wieder nur mit dem Lächeln der rum. Marc, ne? War gestern nach einigen Wochen zum ersten Mal hier, der war geflasht. Und womit? Mit Recht. Also ist hier richtig was geworden. Echt cool. Und können wir vielleicht mal ein paar mitmachen. Hier ist. Nur nochmal für euch, für den Überblick. Da kommt Wilhelmshaven hin und hier sind die Versorgungscontainer. Ne? Und hinten auf der anderen Seite vom Gelände kommt Baustoff Zelt Kaiser hin. Genau, Platte ist fertig, Zelt ist fertig und er kann praktisch einziehen. Ich habe ein Bild gesehen, ich dachte, wer hat denn das Zelt da hingesetzt? Ne? Vor allem, wie schnell das ging. Wurde runtergebeamt. Hier kommt der Helferstab rein. Ja. Hier drüber so unsere Sanitär, Damen-Toilette, Herren-Toilette, zweimal duschen. Da hinten, letzter Container sind Waschmaschinen und Trockner. Mhm. Hier kommt unsere Hausmeisterei rein. Und mal gucken, wo die Damen da sind. Hier würde ein Live-Video entstehen. Hallo. Ja. Lieber nicht? Nicht geschminkt? Hi, muss ich jetzt auf dem Boden filmen oder was? Das ist unser neues Backoffice. Darf ich reinfilmen? Klar. Ja? Also. Wow. Schöne Grüße an Uwe. Der Hafen hilft, hat uns mit einem 40 Tonner voll Büromöbel unter die Arme gegriffen. Die sind aus Hamburg hergekarrt worden. Das sieht ja super aus hier, hör mal. Jetzt 2 Tage gebraucht, um das hier auf Vordermann zu bringen. Jetzt fehlt nur noch die IT. Und dann sind wir fertig. Dann geht's los. Mega. Die ziehen wir diese Woche oben hinten aus den alten Containern. Da sind wir noch arbeitsbereit, aber das muss jetzt. Weißt du, hier rüber, damit wir jetzt hier arbeiten. Die wollen ja arbeiten.
Ja, wir haben unsere privaten Rechner jetzt auch fit gemacht. Also wir können von zu Hause aus die Sachen machen, aber das muss jetzt alles hier rüber, alles. Ja, alle mit den Hufen am Scharren, ne? Ja, ja, guck mal, wir haben jetzt ein schickes Büro hier und das wird jetzt leben. Das ist immer, wenn die ersten Sonnenstrahlen im Januar rauskommen, dann steht mein Telefon nicht mehr still, weil die Leute wollen noch Reitplätze gebaut haben, dies, das und jenes. Und dann sagen wir, Leute, bevor die Bauern nicht im Feld sind und am Säen sind, vergesst es. Ne? Fahrt noch mal runter. Aber hier ist es ja anders, weil hier soll die Hilfe ja früher stattfinden. Das soll ja wieder jetzt losgehen. Ne? Wir haben ja auch nach wie vor noch Helfer im Tal. Wir haben täglich wochentags 50 bis 70 Leute. Am Wochenende hatten wir jetzt 120 Leute im Tal wieder unten, die natürlich auch hier von uns versorgt werden, bei uns im Baumarkt Gerät empfangen. Aber Unterschied, wir haben halt im Moment keine Busse, aber ab März haben wir auch wieder unsere Busse und dann geht es wieder mit altem Schwung und Elan los. Nächstes Wochenende haben wir ein Planungstreffen, ja, wo wir dann unsere am Samstag, genau, wo wir ja dieses unsere Projekte für den Frühjahr aufschieben wollen. Ja. Ah, ich bin sehr gespannt. Ich auch, ich freue mich schon drauf. Ja, so ein paar Sachen habe ich ja mitgekriegt. Was wir gerade noch machen, ist, wir machen ganz viel Grundlagenarbeit. Wir gehen dann die ganzen Kontakte durch, wir rufen die ganzen Helferstellen an und fragen nach, macht ihr noch das, was nehmt ihr? Also wir sehen zu, dass wir mal unseren gesamten Informationsbestand so auf Vordermann bringen. Und der Umzug hat natürlich auch zutage geführt, dass wir einige Sachen gar nicht wissen, wo die herkommen. Und diese Fäden müssen wir, diese losen Fäden müssen wir alle mal wieder zusammenfügen und gucken, was haben wir hier alles und das wieder schlagkräftig zusammenführen. Ja, ich denke, jetzt haben wir noch 4 Wochen ein bisschen Ruhe. Dann sind wir fit. Ja. Es sieht alles gut aus, sehr gut aus. Also ich habe mich gerade gefreut, wirklich. Ja, ich auch, dass wir uns endlich mal besuchen kommen. Über die Kellerkinder, über da hinten. Und da hinten, wann kommen die Container weg? Dann können wir nämlich da weitermachen fürs Außenlager. Weißt du das? Da red mal bitte mit dem Kaiser, weil der ganz gerne die Container teilweise behalten würde. Ach so, dann müssen die nur mal auf Seite gestellt werden. Wir brauchen den Ernst, dass er mit seinem Flachwagen uns den Wechselbrücke wegpackt. Ja. Und alles andere. Da muss er die einmal zur Seite stellen, dann können wir arbeiten und dann, ne? Ja, können wir regeln. Ne? Kriegen wir alles hin. Alles Gute, dann sehen wir uns ja demnächst wieder öfters. Ja, tschüss. Lass uns noch ein bisschen weiter gucken. Herrlich, echt herrlich. Wir warten natürlich auch darauf, dass wir auch wieder mit Masse unsere Astronauten antreten und dann auch versorgt werden wollen. Deswegen 5 Kühlcontainer. Ui. Einer ist denn die Bierversorgung gefährdet? Die Versorgung ist sichergestellt, aber sowas. Ui, das ist wichtig. Hier auf ist, wir haben jetzt auch nicht mehr den ganzen Plastikmüll, sondern wir haben Geschirr angeschafft. Wow, das ist ja eine Spüle. Die Mutter aller Spülmaschinen. Oh. Ich habe an so einem Ding habe ich mal, ich weiß nicht, 6 Wochen gearbeitet im Krankenhaus. Ja. Ich habe ja alles Mögliche schon gemacht in meinem Leben. Ich war auch schon Tellerwäscher. Ne? Die Mädels sind versorgungsweise begeistert. Das ist deren neues. Das mache ich auch mal mit. Neues Hobby. Mache ich auch mal mit. Das Ding kenne ich. Kommt mir bekannt vor. Das kann ich. Echt super. Also es macht wirklich Spaß und Freude, vor allem bei dem Wetter jetzt hier eine Führung zu bekommen. Die Pagode haben wir umgezogen, das ist unser altes Kochzelt, wird auch unser neues Kochzelt, also wenn wir dann im Frühjahr dann noch wieder Caterer dazu bekommen. Wir haben ja jetzt im Moment einen festen Caterer, der uns zuliefert, aber eventuell wollen wir auch wieder selber kochen und dann dem einen oder anderen Caterer die Möglichkeit geben, für die Astronauten wieder was Leckeres zu zaubern. Super. Ja, hier über die Art und Weise werden hier überall die Gefälle gebrochen, weil wir haben hier die Fläche angelegt mit Gefälle zur Seite, dass das Wasser nicht die Tendenz hat, hier Richtung Zelt zu fließen. Ne? Das haben wir extra so gemacht. Deswegen auch da vorne der Streifen. Genau. Und deswegen auch hier die Unterbrechung, das werden wir noch ersetzen. Einfach gröberen Schotter, weil in den feinen Schotter, den trägst du mit rein, ne? Rein. Knirscht dann. Das ist so als Übergangslösung ganz gängig. Schauen wir mal ins Versorgungszelt rein. Ui, das ist auch neu hier. Haben wir uns eine Kälteschleuse gebaut. Genau, wollte ich gerade sagen. So, und alles, was wir früher in Einzelpunkten hatten, wie Merchstand, wie unsere Versorgung, wie unser Bierpilz, haben wir jetzt hier ins Zelt mit reingeflanscht. Richtig gemütlich hier. Da wurde die Dachfläche aufgemacht und mit dem Kran wurden die Container von oben reingehoben. Und unten dann mit Schwerlastrollen hier im Zelt verteilt. Verrückt. Unser Videobahn hier ist auch mit dabei. Mädels, hier ist ein Live-Video. Wollt ihr mit drauf? Hallo. Oder film mich mal auf den Teller. Meine Herren, sowas lasse ich selten an mir vorbeilaufen, einfach ja, so.
Ja, der sieht doch schon gut aus hier. Hier sind die Versorgungssituationen. Vom Display her kennt man es noch vom alten Versorgungszelt. Das war genauso aufgebaut. Ja. Aber jetzt halt viel wärmer und wintersicher. Wir haben Konvektomaten. Wir haben Konvektomaten schon. Ich brauche schon mal. Oh, ja, wir da können, hinten. Wir können Brötchen aufbacken. Ach, nee. Tolle Zeichen. Ich glaube, jetzt gucken auch einige zu, die hier schon geholfen haben. Und die freuen sich wahrscheinlich auch schon drauf, wenn sie wieder ihren Urlaub nehmen dürfen, um sollten hier mitzumachen. Absolut. Hier ist die Catering-Situation dann. Aufgeklappt ist das ein wunderschöner Bierpavillon, Biercontainer. Vielleicht mit Rolf, nach Rolf, ja, Rolf. Mach mal zwischendurch mal auf. Unterschreiben? Genau. Okay. Ja, wir haben letztens auch einen 40-Tonner voll Spende von Gerolsteiner. Nochmal danke an Gerolsteiner. Wow. Bekommen verschiedene Spezialitäten des Hauses. Das holen wir auch die immer. Die wir jetzt überall unterstellen mussten. In Glasflasche allerdings. Aha. Ja, und hier sind die bekannten, wie heißen die Dinger? Unsere Stelen haben. Stelen. Haben hier ihre Heimat gefunden. Punkte Beleuchtung müssen wir noch was einfallen, aber das kommt auch noch. Super. Einfach genial. Also ich freue mich schon drauf, wenn es wieder richtig losgeht. Schauen wir hinten raus, dann haben wir auch den Zoll Kaiser. Dann sieht man nochmal, wie nah es alles zusammenhängt. Ja. Also, unten Wilhelmshaven, dann die Container, ne, eure Bürocontainer, Dispo und so weiter. Genau. Dann das Versorgungszelt hier, davor das Kochzelt. Und hier ist ja das neue Baustoffzelt Kaiser. Und hier in dem Bereich kommt noch Außenlager hin. Ich finde es super. Ja. Gelungene Geschichte. Es muss uns noch was einfallen, wie wir diese fadenscheinige Brücke da vorne noch ersetzen. Da kann uns eventuell das THW helfen mit einer wirklich zugelassenen Fußgängerbrücke. Ja. Weil natürlich dann die Leute auch hierher kommen müssen, um sich zu verpflegen. Mich freut es riesig und so, wie gesagt. Da hat sich der Rolf seinen Laden aufgemacht. Ah. Jetzt siehst du mal den Biercontainer. Getränkecontainer. Unsere Helferschaft. Das sieht ja wirklich ansprechend aus hier. Alles Corona-konform. Ich filme mal so. Ja, das gehört alles dazu, ne? Den ganzen Tag arbeiten, wie die Verpflegung, so die Bewegung, hat meine Oma schon gesagt. Ne? Absolut, und Mampf kein Kampf, sagen wir beim Bund. Vollkommen klar, abends muss ein Feierabendbierchen sein. Und insbesondere auch unser Glühwein ist immer gern genommen. Oder der Apfelpunsch mit Alkohol, oder aber der Apfelpunsch ohne Alkohol, nach Rezept meiner Frau. Habt ihr noch von dem Apfelsaft, der aus Bayern? Ja, nur noch. Ja, Wackern ist dann bis noch da. Ja. Ja, das hier ist für mich so ein Favoritenbereich. Ich finde das super. Also die Zeichen sind gut und es kann bald wieder losgehen. Auch hier alles mega sortiert wieder. Echt klasse. Arbeitshandschuhe ist alles da. Also wer hier helfen möchte, braucht sich eigentlich um nichts zu kümmern. Das ja. Muss das Außenlager für den Arbeitsschutz und für Arbeitsklamotten. Ja. Masse ist hier vorne drin. Sollte hier nicht irgendwie die Schmiede hin oder irgendwas? Hier sollte eine Schmiede hin, die hat sich dann doch entschieden, nach Wernau zu gehen. Aber dafür haben wir schon voll geplant. Das wird nur eine Überraschung. Überraschungen sind immer gut. Hier links noch Trockenlager, 4 Lagercontainer. Ja. Danach kommt dann Physiotherapie und Corona-Test. Doch, dachten wir eigentlich, aber jetzt haben wir einen richtigen Corona-Test von Paddix. Da hinten kommt der altbekannte Waschplatz hin, das, was im alten Lager an der Straße war, zum Stiefelputzen und dergleichen. Da habe ich ja gestern ein Video gesehen, ja, aber wir wollen es noch nicht verraten. Ich lade das gleich mal hoch. Oh ja, das ist. Darf ja, ich das? Ja, natürlich, gerne. Also ein ganz krasses Video von gestern. Ja. Man glaubt es gar nicht, aber. Es hat noch jemand den Umzug mitgemacht, genau. Da vorne sind unsere Sunnis drin. Erste Hilfe und daneben dann Doppelcontainer-Disposition. Also praktisch.
unsere Einsätze koordinieren. Du hast die Fahrzeugbewegung. Erklär mal, wie läuft das dann? Also wir kennen das alle vom Helfer-Shuttle, alle Leute sind hier, dann wird morgens die Ansprache gehalten und dann? Weiter so sein, die Aufträge kommen abends am Vortag bei uns an, werden abends morgens disponiert und die Teams werden dann morgens gebildet, indem die Scouts, wir haben für jeden Ort Scouts, praktisch ihre Aufträge in eine Reihenfolge bringen und dann die Teams zusammenstellen. Jedes Team bestimmt sich dann einen Teamleiter. Der kriegt den Ausdruck vom Auftrag mit in die Hand. Da ist ein QR-Code drauf, den scannt er. Dann hat er praktisch auf seinem Handy eine Benutzeroberfläche, wo er die Auftragsverwaltung dann durchführen kann. Ja, und dann werden die auf Schiffe verteilt. Entweder wenn es große Gebinde sind, Arbeiter, was weiß ich, von außen Gelenkbus oder aber kleine Shuttlebus. Ja. Das werden wir auch weiterhin machen. Das heißt, hier steige ich jetzt in den Bus ein? Oder wie heißt die Busse sind auf der Straße. Die kleinen Shuttlebusse sind hier links und rechts. Ja. Haben dann praktisch so einen Kreisverkehr. Okay. Und hier ist dann der Ausgang vom Baumarkt. Ja. Das heißt, die Leute gehen da vorne rein. Hier rein? Gehen jetzt rein, holen ihr Gerät, holen ihre Arbeitskleidung, kommen hier wieder raus. Und gehen dann direkt in ihre Busse rein. Corona-konform alles. Ja. Aber ich denke, im Frühjahr ist es eh wieder vorbei wahrscheinlich. Na, hoffen wir mal. Es ist ja noch schon wieder die nächste Welle im Gespräch. Dementsprechend lass mich überraschen. Wir gucken mal kurz in den Baumarkt rein. Da filmen wir nur von hier vorne, ne? Ja. Die Baumärkte, ich kann es verstehen, wollen nicht, dass gefilmt wird, weil es... Also wir haben in dem Bereich, da kannst du reinfilmen. Das ist hier filme ich mal rein und links filme ich nicht rein. Ich kann euch sagen, links ist es sehr interessant, aber wir wollen nicht die falschen Menschen hier auf den Plan rufen. Ja, alles mega sortiert hier wieder. Ne? Ihr habt hier die Regale, da war ich noch hier, habt ihr die unterfüttert, damit die nicht durchbrechen durch den Boden? Ja, das ist ein Plankenboden hier. Da war der Zeltbauer schon sehr darauf bedacht, dass wir wir haben richtig wuchtige Schwerlastregale, ja. Spannweite 4 Meter. Und da ist natürlich eigentlich so ein Gewicht, was dann verteilt werden muss. Ja, und dann haben wir natürlich noch, wir können mal hochlaufen. Ja, wir hatten jetzt immer nur über WhatsApp irgendwie so ein bisschen Kontakt, ne, zwischen den Tagen und Weihnachten und so. Und jetzt werden die Tage wieder länger. Es geht bergauf, ne? Bergauf gehen wir jetzt auch. Hier die Lego-Steine, von denen ich schon mal berichtet habe. Wir gehen mit 5% Gefälle bergauf. Hier dann noch vier Lagercontainer für den Baumarkt. Ja. Ein Container ist als Ausglascontainer gestaltet. Dass also die Stemmhämmer dann abends staubbefreit werden können und wieder vernünftig ist. Okay. Ja, und hier oben haben wir dann dank deiner Truppe. Ach so, genau. Hier oben, hier sind jetzt Parkplätze für den Kindergarten. Und schaut mal, neue Container mit Dach drauf. Das sieht auch super aus, die haben richtig gute Arbeit geleistet. Ja, die Firma, die Anton Müll, die hattest du ja schon mal in dem Kranballett. Ja, genau. Hast du ja die schon mal gelobt. Das habe ich übrigens weitergegeben und wirklich tolle Truppe. Das sieht man auch am Gerät, super gepflegt alles und die machen richtig, richtig gute Arbeit. Ja, da sieht jede Maschine aus wie neu. Ja. Das ist Wahnsinn. Und völlig korrekte Arbeit, also naja. So, und hier dann praktisch die Fläche nach den Parkplätzen für die... Erzieher. Ja. Nach hinten dann unsere Fläche für Wohnmobile und Camper. Was hier vorne die Elektrosituation, der Generator, der verschwindet noch. Also wir sind gerade dabei, uns über Westnetz richtig ans Stromnetz anzubinden. Gas steht schon und wir kriegen da auch eine Gasheizung, oder Gasheizung Gen für die Zelte. Ja. Also das wird alles so, dass wir nicht keine Tanks mehr befüllen müssen, dass wir keinen Generator mehr am Brummen haben, sondern richtig durchgängig arbeitsfähige Lösung im normalen Netz. Super. Nochmal mit den Platten hier zur Erklärung. Es war so, dass hier ja wieder ein Rückbau stattfinden muss. Die Flächen sind ja eigentlich schon vergeben, glaube ich. Ne? Das so muss alles gegen sein. Genau. Und deshalb haben wir gesagt, wir nehmen die Platten, weil wir nicht viel Schotter brauchen. Wir müssen nicht viel wieder zurückbauen. Genau. Und dementsprechend war das Einfachste. Und wie man sieht, es steht alles. Hier sind, weiß ich nicht, wie viele tausend Tonnen jetzt schon drüber gefahren, ne? Mit den Kränen allein schon und alles. Da hinten die Schubkarre, das ist Streusalz. Das haben wir jetzt am Wochenende festgestellt. Hier muss man auch nicht Streusalz machen, weil da hat so eine richtig schöne Schussfahrt hier runter.
und haben schon überlegt, ob da hinten im Disco-Container nicht Matratzen aufstellen müssen, wenn die Leute da durchrauschen. Ja, das wird glatt hier, ne? Klar, oh, ja. Ne? Ja. Ja, macht einen sehr guten Eindruck und ich glaube, ich verabschiede mich auch von hier jetzt und fahre mal weiter. Alles klar. Und ich freue mich schon drauf, wenn es hier richtig wieder knallt. Ne? Willkommen im Club. Danke dir. Markus, ich danke dir. Und für alles, was du tust, das ist Wahnsinn. Du bist ja immer hier. Jeder hängt sich hier rein. Ja. Ich bin immer hier. Aber gut, das stimmt. Okay. Mach's gut. Wir sehen uns. Ne? Ciao. Ich finde das super und ich finde auch super, dass die Leute so lange hier zusammenbleiben und immer alle mit am gleichen Strang ziehen in die gleiche Richtung. Und so können wir was schaffen. Mir macht das Spaß. Das gibt mir Aufwind und auch ein Signal, dass wir wirklich den besten Weg hier beschreiten, den man beschreiten kann. Und es geht darum, dem Ahrtal weiter zu helfen, aber auch von hier gehen Hilfsgüter in andere Regionen, auch das Baustofflager in Erftstadt. Und die tauschen sich aus. Und so muss das sein. Wir müssen alle miteinander arbeiten, alle korrespondieren, sagen, wo sind Probleme, was hast du zu viel, was hast du zu wenig, miteinander reden und einfach machen. Und ich finde es super. Der Baum steht übrigens unter Denkmalschutz und hier die Fläche hat uns der Bürgermeister gesagt, können wir noch benutzen als Freilager für das Baustoffzelt Kaiser, was dann jetzt demnächst auch umziehen wird. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Es wird interessant. Es kommen viele Sachen jetzt wieder. Ich bin auch wieder mehr im Ahrtal. Möchte auch wieder mehr mit wieder anfangen, wieder mehr Live-Videos zu machen, mit den Leuten zu sprechen, wo Probleme sind, wie man helfen kann. Und es gibt so viel hier noch zu tun. Das soll, wie gesagt, auch wieder ein Aufruf sein. Leute, überlegt, ob ihr dieses Jahr vielleicht einen Teil eures Urlaubs nochmal hier verbringen wollt und einfach das Katastrophengebiet wieder mit nach vorne bringen wollt. Wir können es nur zusammen schaffen. Das, was hier passiert ist, schafft keiner alleine. Und wir haben es bis jetzt bewiesen, dass wir es können und wir werden es auch weitermachen. In dem Sinne, macht's gut. Ich freue mich auf das, was kommt. Und das Wetter ist einfach unbezahlbar schön und herrlich. Bis dann. Tschüss.